Warte mal, jetzt muss ich mal einmal was probieren hier. Ne, es funktioniert nicht, ne? Das funktioniert nicht, weil ich ja den 15er Opferaspekt brauche. Es wird hier geopfert. Eine Zutat. Das bringt ja noch weniger. Hier ist das Opfer Wissen. Und dann haben wir noch einen Assistenten und ein Instrument. Das ist also auch nicht. Nee, das hat alles keinen Sinn. Das hat alles keinen Sinn. Ich brauche dieses Wissen. Ich brauche einfach dieses Wissen. Alles andere funktioniert nicht. Also gehen wir gleich weiter in den Tempel. Diese Stätte duldet kein Leben, sagt das Tagebuch von Zane Margentis. Also werden wir dort keine Schlangen vorfinden. Doch ein Fluch scheint auf jenem Ort zu lasten. Und Gentes erwähnt eine Tür, die seine Expedition nicht öffnen konnte. Okay, wir brauchen also die Schmiede für die Tür. Das haben wir mit König Tigel. Für den Fluch wahrscheinlich Herz, ne? Ich vermute, wir brauchen Herz. Leo, du gehst mit. Schauen wir mal, was passiert. So, in welchen Sprachen ist das denn hier verfasst? Altmandäisch. Altmandäisch. Damit fangen wir nebenbei mal an. Ich bin ja versucht, die ganzen Expeditionen, die wir danach haben, noch durchzuführen. So, jetzt zeig mal her. Wir brauchen Laterne oder Motte. Verdammt. So, die Schmiede unseren Weg formt oder der Garnus gegen den Durst. Ja, Schmiede haben wir. Schmiede haben wir. Ja, ärgerlich. Ärgerlich, der Würmerfluch braucht Motte oder Laterne. Das heißt, wir müssen ihn hinterher schicken und dann noch einen aus der Bande. Naja, habe ich mich im Vorfeld halt einmal falsch entschieden. Ist ja nicht so schlimm, das ist ja alles noch Zeug, was wir korrigieren können. Was aber an dieser Stelle tatsächlich nur so gut klappt, weil König Tigel so unglaublich hohe Werte in zwei relativ nützlichen Aspekten hat. Unsere Fertigkeiten der Schmiede sollten uns schützen und durch die backofenheißen Felsen zu den grünen Orten führen. Wir werden es so gut wie sicher schaffen. So, hier ist schon mal ein Buch übersetzt. Die Zeit der Teilung.
Die Sonne wird geteilt werden, auf dass sie keine Kinder zeugen möge. Doch ihre Kinder sollen 4 an der Zahl sein, und ihre Kinder sollen 7 an der Zahl sein, und ihre Kinder sollen zahlenlos sein. Die Zahlenlosen sollen den 7 den Weg bahnen, und die 7 sollen die 4 verzehren. Das klingt ja überhaupt nicht düster und bedrohlich. So, 4 Minuten sind wir noch berüchtigt. Und dann kommt natürlich noch das neue Berüchtigtsein dann durch die aktuell laufende Expedition da wieder dazu. Ein Teufelskreis. Aber nichts, was mich zum aktuellen Zeitpunkt ehrlich gesagt übermäßig belastet. Also ich finde, wir sind, was das angeht, immer noch ganz gut aufgestellt. Die Sonne geht unter. Wir schauen zurück auf die Einöde, die wir durchquert haben und auf alle die Farben, die sie im Abendlicht annimmt. Die Nacht kommt. Die Sterne stacheln. Der Wind drückt uns kalte Hände ins Gesicht. Weiter. Und die Zeit schreitet voran. Kostet uns gleich wieder ein Geldmittel, also 2 Geldmittel, gibt uns dafür aber auch 2 Vitalität. Oh, ich bin gespannt, ob das jetzt endlich das Buch ist, das wir suchen. Ich meine, wir haben es in einem Level 14 Dungeon gefunden. Das könnte eine relativ hohe Stufe haben. Gaun und Faszination, das ist natürlich, das ist gleich ein Doppelwopper hier. Amira prophezeit 4 große Kriege vor der 2. Dämmerung, wenn die Sonne in Glorie sich wieder erheben wird. Sie warnt, der Sonnenaufgang ist Blut. Und ich sage jetzt voraus, dass die Sonne sich aus dem Blute erheben wird. Jedoch weder die Farbe des Blutes noch die Stunde der Nacht. Sie fügt einen Ritus bei, von dem sie glaubt, dass er für die 2. Dämmerung nötig sei. Laterne 14, na toll. Wer zur Hölle braucht denn die dämliche scheiß Laterne 14? Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, Wissen im Aspekt zu ändern. Ich könnte ja mal nachschlagen, was ich kombinieren könnte, um vielleicht eine Schmiede zu erschaffen. Die Meniskate, die Madrugada, der Blumenmacher und die Schmiede sind Tage, der Tage sind Götter aus Licht. Es gibt einen 5. Doch wir wissen, dass er nicht der Wächter ist. Und doch teilt der Wächter eine geheime Doktrin mit jenen 5, die wie folgt laut. Setze dies bei einem Ritus mit einem Haarries und einem paradoxen Kuriosum ein und jemand wird kommen. Sag dies zu einem Jäger und er könnte auf der Stelle den Verstand verlieren. Und hier ist der Ritus der Interkalierung. Dieser Ritus rekapituliert das abscheuliche Schicksal der Sonne. Er wird in extremen Zeiten von närrischen Adepten eingesetzt. Ja, okay. Oh. Oh, wow. Etwas zum Verlieren. Leute, wir haben's. Leute, wir haben's. Mit dem Ritus kann ich es beenden. Soll ich es jetzt gleich beenden? Oder lesen wir noch Bücher? Also mit dem Ritus komme ich auf jeden Fall auf die Punkte, die ich brauche. Ja, passt mal auf, passt mal auf, passt mal auf. So, mal rein in der Theorie. Könnte ich das hier ja so zusammensetzen?
erkunden wir gerade, ob wir irgendwelche hochwertigen Schmiededinger hier haben. Jetzt habe ich es zugemacht. Das ist ärgerlich. Nee, aber prinzipiell, wenn ich... prinzipiell mit König Tiegel könnte ich es jetzt an dieser Stelle echt beenden. Mit dem Ritus hier. Das ist gut. Das ist ja vor allem auch gut zu wissen. Grauen und Faszination, können die sich nicht irgendwie gegenseitig auflösen? Nee. Aber ich kann Faszination forschen. So, ja, aber unabhängig davon, ich könnte auch den sicheren Weg gehen. Was müsste ich denn wohl kombinieren, um die Schmiede zu erschaffen? Kann ich das irgendwie herausfinden? Ach, da steht dabei, was ich brauche, um zu steigern. Das ist ja cool. Das ist ja cool. So, wenn ich jetzt hier das da hinsetze. Und das muss natürlich gleiche Stufe haben, ne? Dadurch wird Wissen des Grals statt des Herzens erschaffen. Oh, warte mal. Warte mal, das heißt... Wenn ich Wissen der Schmiede erschaffen will, bräuchte ich die Kante. Wo sind die beiden Wissensdinger hin jetzt? Wo ist es hin? Das finde ich jetzt gerade nicht lustig. Leute, wo ist meine Schmiede hin? Wo ist meine Schmiede 8 hin, Leute? Wollt ihr mich gerade verarschen? Alter, will das Spiel mich gerade verarschen? Alter, das ist nicht euer scheiß Ernst, oder? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist jetzt nicht durch den Bug gerade einfach komplett verschwunden. Ich habe gerade nicht das Wissen, was ich für meinen Sieg brauche, durch einen beschissenen Bug verloren. Und stehe jetzt wieder auf Level 6. Das ist nicht euer Ernst. Habe ich dann wenigstens eine Kante 6? Ich hätte eine Kante 6, ja. Aber Kante kann ich... Alter, ist das jetzt euer Ernst? Okay, man kann Laterne mit Schmiede kombinieren.
Laterne 8 habe ich. Aber ich habe natürlich keine scheiß Laterne 6. Die muss ich mir erst machen. Oh, jetzt wird's nervig. Jetzt wird's gerade richtig scheiße. Jetzt wird's scheiße und das nur wegen diesem beschissenen... Wo ist es hin? Ganz ehrlich, was soll der Mist? Das finde ich jetzt gerade echt scheiße. Sowas ist doch Mist. Sowas ist Mist, sowas ist unglaublich bitter. Sowas ist unglaublich bitter. Alter, ich stand quasi an der Schwelle zum Sieg und jetzt... Bäm. Weißt du, das kann's doch nicht sein. Es ist aber auch wirklich nirgendwo, ne? Es ist nirgendwo. Meine Schmiede 8 ist einfach weg. Hat sich in Luft aufgelöst. Ne, da ist er auch nicht runter. Oh Mann. Auch das ist doch scheiße. Nutze Erudition oder eine Bibliothek, fick dich. Alles nur, weil ich ja ein bisschen rumprobieren musste. Oh Mann, ich will mein Schmiedewissen wieder haben. Das ist doch scheiße. Das ist nicht, das wird eine richtig teure Expedition da oben, ne? Was? Reicht gerade so nicht mit der Scheißfaszination. Gut, dass ich die nur 20 Sekunden auf der Hand halten muss. Danach hat sie sich ja aufgelöst und dann kann sie mir eh egal sein. Aber jetzt gerade darf ich sie nicht loslassen. Hab ja schon gedacht, dass es damit noch Probleme geben könnte. So, der Detektiv hat nichts hingekriegt. Das ist schon mal wenigstens etwas. Laterne war das, ne? Es ist, schwupp war das Schmiedewissen weg. Ich meine, ja, wir haben ja eben herausgefunden, dass ich auch auf andere Art und Weise
mein Ziel erreichen kann hier. Aber prinzipiell ist das schon. Das ist schon sehr ärgerlich.